Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Ja, wir sind hier wieder in unserem kleinen, schönen Fabrikgelände. Und wir haben letztes Mal den Aussam-Shop hier gebaut. Und genau, hier kann ich auf den dunklen Hellmodus. Boah, der Hellmodus ist ja schlimm. Ne, kriegen wir einen Fabrikwagen. Das finde ich immer noch cool. Verwaltung. Das sind diese Förderwandhalterungen. Ich glaube, die könnten relativ cool werden. Und vor allem die Fundamentdurchführungen. Sehr, sehr praktisch sein. Beschriftungspaket. Die kosten 10. Die kosten auch relativ viel, okay. Und hier gibt es noch Fundamentarten. Zum Beispiel Treppen. Die kosten 2, aber ich habe noch kein einziges aus dem Ding hier rausbekommen, oder? Doch einen habe ich zum Drucken schon. Was habe ich eigentlich hier reingeschmissen? Einfach irgendein Zeug, ne? Einfach mal irgendetwas. Naja, ist ja wurscht. Gut. Wir waren letztes Mal. Ich nehme mal das Zeug hier mit. Muss mal kurz gucken. Genau, die nächste Mission ist ein bisschen komplizierter. Mit den Sprungflächen. Weil da brauchen wir 150 und 150 für. Ah, wir können eigentlich hier gleich wieder Ding herstellen. Gleich wieder Kabel herstellen. So schaut's aus. Produktion. Rezept wählen, Kabel, alle Kabel mal hier rein. Dann macht ihr uns jetzt hier Kabel. Fein. Du schon wieder. Herr Inspekteur, wie finden Sie die Anlage? Entschuldigen Sie, was, wie finden... Rennst du mir nicht mehr weg? Wenn ich eine Beere in die Hand nehme, rennst du weg? Kommst du auch näher? Okay, also Bären scheint er nicht zu mögen. Hm. Genau, wir haben letztes Mal hier den Eingang gebaut. Richtig. Und die führen separat hier in die Lager rein. Die beide uns ganz viel Eisen schon produzieren. Weil wir natürlich hier ein Maximum erreichen von 6, die gleichzeitig arbeiten. Trotzdem würde ich gerne das Kabel hier mal abreißen. Dann lassen wir das Ganze leer laufen. Und bauen das Ganze ein bisschen um. Weil ich das ein bisschen, sag, kompakter designen möchte jetzt gerade. Also wirklich ein bisschen runter designen. Und dafür brauche ich leere Verteiler. Ich werde es da trotzdem 3 haben, aber halt ein bisschen kompakter designt, ein bisschen enger. Das sollte dann ganz gut gehen. So, die ersten Teile kann ich abreißen. Das ist auch schon leer, perfekt. Was ist mit euch beiden? Euch habe ich noch nie eingestellt. Hupsala. Bedeutet, wir laufen noch nicht mal auf Full Capacity. Ups. Auch nicht schlecht. So. Machen wir hier mal ordentlich. Oh, ist ja beinahe der Boden geworden. Gut. Dann brauchen wir Logistik.
Eigentlich sollte es so passen, dass wenn ich hier einen... Genau. Das gleiche machen wir jetzt hier. Ich glaube, die sind jetzt nicht komplett auf derselben Höhe. Aber ziemlich ähnlich. Gut, und dann brauchen wir nochmal einen Splitter. Warte mal. Nein, da bin ich gerade blöd. Ich drücke da neben gut, das war das Problem. Nee, ich brauche hier dann bitte, wenn ich schon wieder nicht ins Falsche gehe. So. Und dann sollte das Ganze ja passen. Bedeutet, der splittet das Ganze hier auf. Der gibt hier in jede Richtung dann hoffentlich eins frei. Genau. Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen nur enger gemacht, auch wenn ich den natürlich, die habe ich unterschiedlich platziert, das ist der ganze Fehler dran. Hätte ich die gleich platziert, wäre das komplett gleich geworden. So wird es natürlich nichts. Kann ich euch an, wenn euch was? Nee, kann ich nicht. Aber gut, dass es funktioniert. Das ist schon mal vorteilhaft. Genau, und hier hinten arbeiten wir auf Full Capacity. Das ist schön zu sehen, aber halt auch sehr, sehr laut. Oder wir haben hier auch Eisen ohne Ende fürs Erste. Genau, die Wand fehlt wieder. Nein. Wände. Könnte die auf der anderen Seite auch einbauen. Warte mal. Ne. Schaut eigentlich dann soweit gut aus. Bedeutet, die Kollegen kommen rein. Wie schaut es mit unserem Strom aktuell? Nein, 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 nein. Stromkapazität. Oh. Wir kommen schon über den maximalen Verbrauch drüber. Unsere Kapazität ist zu hoch. Unsere maximale Kapazität ist zu niedrig. Und jeder von euch kann wie viel machen? 30 Megawatt, bedeutet wir produzieren gerade 90 mit denen. Ist mit dir alles in Ordnung, mein Freund? Du läufst noch mit altem Brennstoff. Du hast gar kein... da ist das Kapazitätsproblem wahrscheinlich. Oder ist es gerade erst losgegangen? Der Dip hier war mir viel zu nah. Aber dann müssen wir halt hier die Produktionsflächen herrichten, ne? Herr Konstrukteurkollege ist auch schon wieder da. Also können wir anfangen. Cool. Das müsste reichen, wenn wir so tief gehen. Ja, und wenn ich natürlich falsch platziere...
ist das auch wieder eine sehr schlaue Sache. Ich glaube, der Bereich sollte fürs Erste doch reichen, oder? Dann Wände. Damit nicht irgendein verrückter Hai-Opa hier reinkommt. So wie ich halt, ne? Ich habe mich auch nur hier in die Anlage reingeschlichen. Ich gehöre eigentlich gar nicht dazu. So, und dann die Halbhornwände. Lass mich eins höher. Auf den Halbhornwänden zu platzieren, ist immer so eine Schwierigkeit, finde ich. Gut, und dann brauchen wir wieder eine Decke. Oben. Ich brauche endlich Deckenleuchten, ganz ehrlich. Ich glaube, das wird mein größeres Problem, wenn ich hier so anfange zuzubauen. Wart. B-Taschenlampe. Gut. So, jetzt haben wir hier noch mal ein bisschen mehr Fläche. Und da sollten wir doch ganz gut was reinkriegen. Wir schauen mal hier, Kuh, Strom. Ich habe alles außer Kupferdraht. Weil dann machen wir wieder einen Combiner ran und Förderbänder 2. Kollege, lass meinen Ausnahmeshop in Ruhe, ich sag's dir. Hau ab! Er hat sich schon wieder festgebackt. Seine Füße sind halt echt gefährlich. Ne? Schau dir mal diese Dinge an. Der muss nur einmal auf mich drauf springen und ich bin durchlöchert. Ernsthaft? Ich habe bis jetzt aus der Anlage nur 300 raus? Das ist uff. Dafür schon sehr viel Kabel und damit kann ich den anderen abschließen. Dann hole ich da oben noch die Platten. Die Plates. Na. Die Anlage ist halt auch nicht wirklich schnell. Das ist... Puh. Ich muss da echt was dran machen, ne? Aber warte mal, ich wollte erst hier halten. Und dann schauen, dass ich die Kabel schon mal reinpumpen kann. Waren es doch nur 150? Ich habe irgendwas mit 300 gedacht. Habe ich das falsch angeschaut. Wie viel kosten die Motoren grundsätzlich? Nein, nee, oh, ich drücke jedes Mal F. Schlimm. Ein Rotor kostet Schrauben und Eisenstangen. Mhm. Ich habe ja auch schon die modularen Rahmen. Die kosten wiederum verstärkte Eisenplatten. Also Schrauben werden wichtig. Herr Professor, was finden Sie von der Anlage? Ich weiß, da fehlt noch das Dach, aber es kommt noch.
Durch die meine Anlage. Halt, stopp, nicht abhauen. Mensch. Dann hau da eben ab, Mensch. So, Biomasse-Generator. Mal gucken, wo ich da... Ich berühre gar nicht, der hat mich nur verarscht. Ich will sozusagen gerade mal die maximale Breite rausfinden, die wir brauchen. Um solche Anlagen aufzustellen. So, Q. Und dann haben wir hier den Splitter. Ich glaube, das ist nämlich schon zu nah. Und wenn das funktioniert, dann ist das ja genial. Wie viel kann so ein Ding an Anschlüssen haben? Vier. Müsste sich also auch perfekt ausgehen. Ne, warte. Q. Er baut ja irgendetwas, also vermute ich mal. Dass er den Teil schluckt. Also ich hoffe es auf jeden Fall, wäre mega cool. Dann ist es kompakt wie eine Sardine, ich sag's euch. Kompakt wie eine Sardine. Ich muss nur kurz irgendwie das testen. Warte mal, das können wir ganz einfach machen. Wir nehmen kurz einen Lagercontainer. Setzen den hier hin. Ah ne, brauche ich einen Zweier, warte mal. Nein, das war schon wieder nicht cool. Logistik MK2. Dann schnappe ich mir schnell vom Zwischenlager was. So. Zweihundert. Scheint zu fließen. Ja? OMG, das funktioniert. Das macht das Ganze ja um so vieles praktischer.
So, und dann dich zu dich. Dich zu dich. Dich zu dich. Dich zu dich. Du nach hier, du nach hier. Auch nur irgendeinen freien Strommasten, Leute. Jawoll, ja. Jetzt reißen wir euch ab. Habe ich das Zeug jetzt eigentlich im Inventar? Nee. Wir gehen jetzt hier auf einen Fusionator. Denn ein Fusionator ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit schon möchte. Oder vielleicht nehme ich hier auch nochmal ein MK2. Fürs Erste, da kommt dann nicht auch ein Zwischenlager an. Fehlende Materialien. 7! Warte nochmal kurz. Produziert nach. Das muss ich jetzt dann irgendwann gleich mal automatisieren, weil ansonsten wird es echt schlimm. Eisenstangen, warte mal. Ich brauche 7 Stück. Alter Verwalter. Puh. Ich würde halt echt gerne schauen, dass wir davon sozusagen mehr hinkriegen. So, dann bauen wir die schnell. Aber dann sind wir ganz gut unterwegs, finde ich, weil wir doch relativ flott alles herstellen können und produzieren können. Also grundsätzlich begeistert. Und vor allem, dass es so eng funktioniert, macht es natürlich zu einem sehr praktischen System. Q, MK2 und rüber damit hier. Weil dann füllt er schon mal den Teil auf und ich kann danach dann noch natürlich überlegen, wie ich das Ganze wirklich weiterführen will. Ich könnte auch sagen, ich gehe da rüber und mache hier ein Doppellager hin, was wahrscheinlich ich sogar mache. Und dann geht es von hier rüber in die Mitte oder splittet sich halt hier zweimal auf. Das kann ich dann noch entscheiden. Fürs Erste funktioniert's. Wir verlieren zwar dann noch ein bisschen Kapazität, weil wir natürlich die 3 ausschalten werden. Oder weißt du was? Die schalten wir gleich. Die mal. Dann lassen wir die noch ein bisschen arbeiten. Ich finde es super, dass das funktioniert schon von der Aufteilung her. Hier ist auch schon so viel drin. Also das Lager füllt sich gut bei den Dingern. Natürlich bei den hinteren jetzt zum Beispiel nicht. Aber da ist trotzdem Plus drin. Und das ist ja, was zählt. Und wirklich schneller kann ich es anders machen. Also ist gleich für erstmal diese Dreier-Tiefe so das Praktischste, was wir haben. Oder ich mache einen Splitter zwischen die Lager, also gehe runter, splitte wieder, teils in 2 Lager auf und beide Lager sind für beide Anlagen einzeln. Ich glaube, das wäre auch eine sehr, sehr coole Sache. Und das könnten wir sehr gut nutzen. Aber vor allem, sobald die hier voll sind, ich weiß gar nicht, wie viel können denn die aufnehmen. Wenn der 200 kriegt, dann müsste ja sozusagen das Lager... Hier steckt auch immer mehr drin in den Lagern. Ich mache das mal leer, einfach voll, außer, einfach aus Interesse. Ich mache euch beide jetzt bumm voll. Dann müsste ja die volle Kapazität direkt weiterfließen, genau. Bedeutet, der füllt einfach nach hinten halt auf, das ist so ein Rolling System. Bedeutet, ich habe dann in diesem kleinen Eck 12 von diesen Anlagen stehen. Alter, das wird Stromüberfluss, das sage ich euch. Hoi, 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 hoi. Warte mal, wie mache ich das mit H? So. Aber kann ich nicht hier oben auf das Dach irgendwie drauf? War da nicht was? Genau, Leiter. Das wird noch mein Stromüberfluss, das sage ich euch, Leute. Aber ich würde auch gleichzeitig sagen, dass das das Ende der Folge war. Denn wir haben jetzt schon
gut 25 Minuten und ich muss die Folge heute rauskriegen, deswegen verzeiht mir, wenn ich es nicht auf 30 strecke, wie ich es sonst in letzter Zeit mache. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr erstens von dem Let's Play haltet und was für Ideen ihr hättet, was wir auf jeden Fall bauen sollen oder ob ihr mir Tipps geben könntet, was ich da an dieser Ecke zum Beispiel hätte schlauer machen können. Und ja, vergesst den Daumen hoch nicht, abonniert, die Glocke nicht vergessen und ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Also, bis dann. Ciao.